Herzlich willkommen zum Videoblog der Westdeutschen Zeitung zu den Krefeld Pinguinen. Mein Name ist Lukas Lang und dieses Wochenende war natürlich mal wieder ein Sieg drin. Freut uns sehr, doch leider haben wir am Wochenende auch eine Niederlage einstecken müssen gegen Ingolstadt. Wie sieht es in der Zukunft aus? Wie sehen die Pinguine das kommende Wochenende? Und ein paar gute und vor allem informative Sachen werden wir heute erfahren von guten Gesprächspartnern. Ich habe Kai Hospelt hier und Kai war auch Teil des Fantreffens und dazu möchte ich Kai befragen. Grüß dich erstmal und danke, dass du dir Zeit nimmst. Was für einen Eindruck hast du, wie die Fans im Moment, sag ich mal, auf das ganze Sportliche und das Drumherum reagieren und was kam dir so entgegen beim Fantreffen? Ja, ich denke, es war ein gutes Treffen, ja, konstruktive Gespräche. Natürlich wird es auch mal emotional, aber nicht in einem Rahmen, wo man sagt, das war respektlos, also war sehr gut, muss ich sagen. Ist immer mal gut, denke ich, für beide Seiten, die Ansichtsseite der Gegenseite zu sehen und dass man dann auch gut zusammen weiterarbeiten kann. Ist das Wichtigste, weil die Fans sind auch ein großer Teil des Ganzen und da sind wir schon beim Thema. Große Derby-Stimmung, am Freitag kommt dann Düsseldorf und ich denke mir einfach, okay, die Mannschaft im Moment sicherlich mit wieder einem Sieg, was ja super ist im Nacken. Wie steht die Mannschaft jetzt im Moment da für das Derby? Ja, ich denke, wir haben uns heute schon mal gut eingeschworen. Vor dem Training haben wir ein längeres Meeting gehabt und ich denke, die Trainingseinheit heute war sehr gut. Jetzt müssen wir morgen schauen, dass wir noch an ein paar Sachen feilen und nachmittag, denke ich, werden wir nochmal die Special Teams trainieren. Ja, und dann alle Taktik mal beiseite gelassen, wollen wir gut rauskommen mit viel Feuer am Freitag. Also ihr tut auf jeden Fall alles dafür, dass es nach oben geht, ist ja klar. Ja, ist ja klar. Ich denke, wie es auch gestern angesprochen wurde, die Fans werden, denke ich, alles geben, ja, so wie es ja zum Beispiel beim Derby hier zu Hause gegen Köln schon war. Das war ausgezeichnete Stimmung und wir versuchen den Funken aufzunehmen und gleichzeitig den Fans auch Feuer zu geben. Ospi könnt ihr trauen, ich habe mit dem mal zusammengespielt, der erzählt keinen Quatsch. Danke dir, Ospi. Alles klar, mach's gut, Luki. Jetzt sind wir hier im Heiligtum der Geschäftsstelle, Matthias Roos neben mir. Grüß dich, Matthias, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Und wir wollen erstmal fragen, wie sieht's aus sportlich auf jeden Fall mit der Mannschaft nächstes Jahr, der Kaderplanung. Kann man schon über eine Kaderplanung reden oder wie sehen die Sterne im Moment für die Pinguine aus? Solange die Gesellschafterstruktur nicht geregelt ist, werde ich keine Vertragsverhandlungen führen und werde auch keinen Vertrag unterschreiben mit einem Spieler für nächste Saison. Das muss erst geklärt werden. Das ist die Grundlage und solange das nicht klar ist, sind die Planungen für die nächste Spielzeit auf Eis. Ist ja auch logisch, man muss ja erstmal Sicherheit dafür haben. Nun, die Fans waren auch beim Fantreffen und haben sicherlich ihre Meinung geäußert und die Spieler irgendwo auch so ein bisschen, ja, das Bild abgegeben, was sicherlich für die Fans immer verdeckt bleibt. Wie denkst du, ist das Gefühl jetzt von den Spielern her, von der Mannschaft her und von den Fans, wenn sie am Freitag zum Derby kommen? Am Freitag geht es darum, dass wir alle zusammenhalten, dass wir eine Mannschaft auf dem Eis haben, ja, die um ihr Leben rennt. Dass wir die Fans auf den Rängen haben, die uns unterstützen und dann müssen wir 60 Minuten Vollgas-Eishockey spielen, sonst wird es sicherlich ganz schwer gegen Düsseldorf, die sind in guter Form aktuell und Freitag müssen wir abliefern. Mal eine Frage, ich sag mal, die Spieler haben sowas im Nacken, das ist ja auch klar, nur wie kannst du jetzt als Offizieller, ja, von oben kommen und die Jungs motivieren, dass die irgendwo sich auch sicher fühlen, die haben ja auch alle Familien und Kinder, ich kenne das ja selber, es ist nicht einfach, man möchte ja mit einem freien Kopf die Spiele bestreiten. Was kannst du machen oder was könnt ihr hier machen, damit das Team Leistung abliefern kann? Ich verstehe, dass das nicht einfach ist, dass das im Hinterkopf ist von den Spielern. Das ist auch bei jedem im Hinterkopf, der hier arbeitet auf der Geschäftsstelle. Viel machen kann ich trotzdem nicht. Also ich arbeite dran, dass wir eine Lösung finden, dass wir eine neue Struktur haben auf Gesellschafterebene. Aber ich kann mir nicht hinstellen und sagen, dass wir safe sind, weil das sind wir nicht. Das wird noch ein harter Weg. Und im Idealfall aktuell steht das alles bis Mitte November. Wenn ihm so sein sollte, dann wird er nach Ruhe einkehren. Und wenn dem so nicht sein sollte, dann wird es immer schwerer, das überhaupt noch gestimmt zu kriegen. Das ist aber, glaube ich, ein Punkt, der hier auch bei Krefeld immer groß geschrieben wurde, war die Ehrlichkeit. Und das, glaube ich, versucht ihr zu verkörpern, einfach die Jungs zu motivieren. Vielen Dank, Matthias, will ich nicht weiter aufhalten. Ich wünsche dem Pinguin auf jeden Fall viel Erfolg und hoffentlich sehen wir uns demnächst mit positiveren Nachrichten. Ja, und hinter mir die bekannte Ex-Nord-Tribüne, heute Coca-Cola-Tribüne, wo wir natürlich am Freitag hoffen, dass wir gegen die Düsseldorfer EG um 16.30 Uhr hier in der Jala Arena Punkte holen werden und die Jungs und Mädels da hinten richtig Stimmung machen. Denn Punkte sind im Moment natürlich sehr, sehr kostbare Ware. Am Sonntag sind wir natürlich auch nochmal auswärts und da hoffen wir auch, dass wir Punkte holen können und die Mannschaft mit gehobenem Haupt in die nächste Woche starten kann.